Ja. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich bin ja ein bisschen überrascht. Ich bin ja ein bisschen überrascht von der Debatte, wie heftig sie jetzt plötzlich hier geführt wurde, nachdem bei der Ausschussdebatte doch eigentlich insgesamt eine große Einigkeit im Parlament gewesen ist, dass diese Änderungen an Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen schon den Parlamentariern auch bekannt gegeben werden sollen und auch aus Seiten der Koalition da durchaus Verständnis und auch eine gewisse Zustimmung signalisiert wurde, auch wenn letztlich in der Abstimmung dann eine Ablehnung nur stand. Aber das kennt man ja, dass Anträge, auch sinnvolle Anträge der Opposition natürlich immer abgelehnt werden. Sinnvoller wäre es allerdings gewesen, auch da dieser Schritt ist ja möglich, einen eigenen Antrag zu machen oder den Antrag durch eine starke Änderung sich selbst zu eigen zu machen und dann immer noch durchgehen zu lassen. Der vorliegende Antrag soll nun eine Regelungslücke schließen, die bei den Bebauungsplanverfahren gelegentlich auftreten können und auch schon aufgetreten sind. Die Beispiele haben wir schon gehört, da muss ich jetzt nicht noch mal drüber referieren. Es ist richtig, dass es nur Einzelfälle sind. Und es ist auch richtig, dass in solchen Einzelfällen durch eine proaktive Informationspolitik der Verwaltung und des Senates auch ein Schaden vorgebeugt werden kann oder man sollte vielleicht sagen, besser sagen könnte. Denn es passiert nicht immer und auch das ist ja angesprochen worden. Und insbesondere als Oppositionspolitiker muss ich auch sagen, Kontrolle ist gut, eine klare Regelung aber ist besser. Den Kollegen der Koalition sage ich, wenn der Senat hier im Allgemeinen sowieso tätig wird, wie Sie das auch immer betonen und auch im Ausschuss vor allem betont haben, dann schafft eine klare Regelung doch hier auch keine Widersprüche und keine Probleme. Und in diesem Sinne wäre das eigentlich auch zustimmungsfähig. Ich habe jedenfalls in den Vorträgen der Koalitionspolitiker hier nicht gehört, welche Probleme dadurch auftreten sollen, wenn wir hier eine klare Regelung schaffen. Und ich erinnere die Kollegen auch gerne daran, dass die Stellung hier im Hause, ob nun Koalitions- oder Oppositionspolitiker, sich nach der nächsten Wahl leicht verändern könnte. Und wie aus der Diskussion auch schon deutlich geworden ist, gibt es auch Fälle, die durch das Raster fallen und wo wir als Parlamentarier erst viel zu spät von den Änderungen im Bau- und Planungsrecht erfahren. Und eine einfache Vorlage zur Kenntnisnahme reicht dann in diesen Fällen auch nicht aus. Wichtig ist es, hier einen Beschluss herbeizuführen, der dann vom ganzen Parlament auch getragen werden muss und eine deutliche Entscheidung darstellt. Das ist mehr als eine Vorlage einfach nur abzunicken. Bei den Außenstehenden und vielleicht auch bei einigen Kolleginnen und Kollegen, die mit anderen Themen hier im Hause befasst sind, ruft die Lektüre des Antrags vielleicht Unverständnis hervor. Man wäre geneigt zu glauben, dass eine solche Regelung schon lange in Kraft ist. Und vielleicht auch ein Einwurf noch an den Kollegen Brauner. Bei den FNP-Änderungen ist der springende Punkt natürlich nicht die Information des Parlaments, sondern die Beteiligung des Parlaments. Es wertet den Flächennutzungsplan als Planungsinstrument nämlich ab, wenn kleinere Änderungen am Parlament vorbeigeschleust werden können und einfach so im Schritte von der Verwaltung und vom Senat vorgenommen werden können. Ich komme damit zum Ende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.